Wilkart Geburtstag. Wilkart Geburtstag. Und was erwartest du jetzt? Ein Lied von dir. Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Viel Glück. So, jetzt ist gut. Jetzt kommst du mit. Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Komm. Habt ihr für mich? Ja. Was denn? Wenn ich jetzt sage, dann ist das ja keine Überraschung mehr. Du bringst ja eh nicht mit. Haben wir was? Hab ich vergessen. Ja, dann ist das. Kuchen vergessen, das gibt's gar nicht. Auf deinem Geburtstag kann man keinen Kuchen vergessen. Und das Lustige ist ja, nun pass auf, ich hab dir ja heute Morgen über Instagram schon was geschickt. Ja. Die ganzen Leute gratulieren mir. Was? Ja. Weil ich das ja gepostet habe, jetzt gratulieren sie mir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das werde ich aber nachher erstmal richtig aufklären, dann kannst du aber hingucken. Was ist jetzt die Überraschung? Kann ich jetzt nicht sagen, komm mir mit. Sag mir erst, was die Überraschung ist, sonst komme ich nicht mit. Das ist schön gemacht worden. Komm mit. Udo. Sei ruhig, komm mit. Werde ich mich freuen, Udo? Was? In der Skala von 1 bis 10, wie doll freue ich mich? 11. Ist 11 gut oder schlecht? Das Mittelmaß. Das kann sein, dass das ganz schlecht ist, aber kann sein, dass das ganz gut ist. Weil wir haben dich ja gefragt, was willst du zu deinem Geburtstag haben? Und da hast Pferd. Du. Ich gebe dir gleich ein Pferd. Aber dann hat den Pferd mit dem. Wo er den Bein nach hinten weghaut, dann kriegst du von mir. So, jetzt komm her. Mir ist ja selber aufgeregt. Mir weiß ja gar nicht, was der besorgt hat. Tada! Tada! Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünschen wir dir. Viel Glück, du Dussel! Alles Gute. Was singst du lieber denn für ein Geburtstag? Ja, was willst du dann singen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Wilke. Happy Birthday to you. Dankeschön. Bitte. Was habt ihr euch Schönes für mich überlegt? Ja, wir haben Dörratoren. Oi. Bio-Brennnessel-Tee. Zigaretten, ich rauche ja gar nicht. Nee. Ein paar mehr Zigaretten. Junge, da habt ihr aber auch nicht gespart, Udo. Nein. Was? Nee. Und das. Musstet ihr jetzt das 36 da hinpacken. Ja, aber ist dir was aufgefallen? Nee. Das war wieder typisch Torben. Ich habe eine 9 gekauft. Ja. Geil. Ja, und den Kaffee kannst du gleich auspacken und oben hinstellen. Wir trinken ja eh hier mal Kaffee. Du schenkst dir auch selber Sachen, ne? Nee, wieso? Du hast den Kuchen auch ja nicht mitgebracht. Habe ich vergessen. Nee, das kann man nicht vergessen für seinen besten Kollegen hier. Das kann man nicht vergessen. Der hat immer keinen Auftrag gegeben. Nee. Torben, dann fahr ihm los, Kuchen holen. Nee, Torben kann jetzt auch. Torben muss mähen. Ja. Stimmt. Schick den ich habe mir zum Geburtstag gewünscht, dass Torben heute den Hauptplatz noch mäht. Sonst mähe ich den. Kriegt er von mir. Der Bio-Brennnessel-Tee, weil ich auf Diät bin. Und den trinke ich immer morgens. Aber Satan, wieso? Also mehr Schlickerzeug. Hier ist ein Kuvert drin. Und Udo, hast du wieder was locker gemacht? Bis ein frischer Apfel. Super glatte Haut. Ja gut. Jung und knackig, ja, da lassen wir. Da ist aber nichts drin. Braucht ja auch nichts drin sein. So. Wilfried. Ja, danke Jungs. Da freue ich mich. Danke, dass ihr euch so bemüht habt. Ja. Ja, bitte. Und jetzt? Gibt's Kuchen. Und jetzt gibt's Kuchen. Nee, haben wir ja nicht. Ja, du hast Torben doch den Auftrag gegeben. Ja, der soll aber ja auch noch Rasen mähen. Ich fange dann an. Nein, du fängst auf gar keinen Fall an. Ja, dann bleib ich hier. Ich muss erstmal mein T-Shirt holen. Mann, was machst du wieder Stress? Dann hol dein T-Shirt. Ja, hab ich hier doch. Mein Gott, nee. Meinst du auch, das ist dran vorbeigehen, so ein Tor unterm Arm nehmen und weglaufen? Nee, das ist nicht. Das dauert. Ich mach erstmal die Netze los und dann müssen wir erstmal gucken, wie fest das festbetoniert ist. Immer stechen. Hau ab! Ich habe Rückenschmerzen, Wilke. Ich kann dir doch im Bauch stechen. Nee, das tut mir alles weh. Ihr wisst gar nicht, wie schmerzhaft momentan das ist. Was? Bin ich im verkehrten Film? Bin ich hier echt im verkehrten Film? Ich habe Rückenschmerzen, habe ich gesagt. Gelenkschmerzen. Und dann hau ab, sonst zeige ich dir gleich mal. Der ist ganz zittrig, der ist ganz zittrig. Udo. Ich zeig dir gleich. Aua, Udo! Ich zeig dir gleich mal Bruce Lees Griff. Bruce Lee? Bruce Lee. Was ist denn Bruce Lee? Wickelst du mir deine ollen, schmierigen Brustwarzen um den Hals oder was? Soll ich dir die zeigen oder was? Nee. So, jetzt mach die Kamera aus, ich möchte mich ausziehen. Ich möchte Udo, mich. Hier sind Kinder. Wo sind. Ja, Torben ist nur hier, das ist kein Kind. Stopp! Satan, halt das. Mhm. Ah, Udo! Zier, ich zeig dir gleich mal einen richtig. Dorschgriff. Was ist ein Dorschgriff? Ja, wie ein Dorsch dann zubeißt.
Du weißt wohl, auf dem Hauptplatz haben wir Hülsen reingemacht. Die kannst du dann da unten ransetzen, kannst du so hoch drücken. Ich weiß nicht, was hier ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich das loskriegen soll. Wir versuchen es erstmal. Erstmal Netz jetzt ab. Ja. Die kommen auch weg. Ich sponsor neue. Das ist wie bei den Tribünensitzen, die du sponsern wolltest. Die habe ich dann gesponsert. Ist ja das Gleiche. Ob ich die jetzt sponsor oder du das sponsert, ist das Gleiche. Dann sind sie gesponsert. Ist nur verkehrt Personen denn gesponsert. Ey, so, also bei aller Liebe, Torben, das hast du hundertprozentig gemacht. Aber wie packst du eine Leiter von der Schulter? So, komm hier bitte hin. Sicherheit geht vor. Füße vor den Leiter stellen. Vor die Leiter, Udo. Vor die Leiter herziehen. Kann ich jetzt rauf? Kann ich jetzt rauf? Ja. Nee. Machst du so eine Scheiße, brech ich ab. Jetzt geh da hoch, ja, dann brichst du ab, dann fällst du runter, meinst du? Mhm. Ja, dann brech ich ab, wenn ich runterfall. Ich halt nicht mehr fest, ne, Udo? Nee, das merke ich. Die Tauben fliegen hier auch wieder tief. Ist alles vollgeschissen. War das die Problematik jetzt, Udo? Das ist ja ein altes Tornetz. Ein richtig altes Tornetz. Und das habe ich ja zusammengeklebt. Jetzt müssen wir das alles auseinander schneiden. Und die Problematik ist, für mich ist das ganz große Problem ist, ich weiß nicht, wie ich sie aus dem Boden kriege. Ausbuddeln? Ja, ich schätze mal, wir müssen sie ausbuddeln. Gehe ich mal stark von aus, dass ich einen Spatenstich holen muss und sehen muss, wie tief der das Fundament ist. Der Fundament. Ich bin schon wieder komplett durcheinander. Die Fundamente. Und dann müssen wir eben gucken. Vielleicht können wir das dann mit 2-3 Mal rausheben. Das wäre schön, ne? Ja, das wäre wunderschön. Wär das. Aber ich freue mich, aua. Ich freue mich schon drauf. Schwächeanfall? Nee, aber steh du mal in der Sonne da oben auf der Leiter. Du stehst im Schatten. Ich brauch dafür keine Leiter, ich kann die so lose machen. Ja, warum lässt du mich die Leiter hochklettern? Ja, warum sagst du es nicht einfach? Nee, weil ich, bin doch kein Bremer. Lässt sich seine Arbeit nicht abnehmen. Mir ist Platzwart und nicht du. Ich mach seine Arbeit schon. Und nicht, dass das nachher wieder beim Vorstand an, ich muss Udos Platzwartarbeit machen. Mhm. Nee, nie mit mir. Nein. Sag ja, abends habe ich dich wieder lieb. So. Lei. So. Da hast du auch was zusammengefuscht, ne? Ey. Wenn man sich das mal hier anguckt, also der König Fusch höchstpersönlich. Hast du einen an der Waffel oder was? Die Netze, die habe ich noch nicht mal aufgehängt. Natürlich hast du die aufgehängt. Natürlich, ey, das ist klar. Klar. Oh, was ist da hin? Haben sie da ein Vogelhäuschen aufgehängt? Nee, das war Udo. Natürlich, ich gehe zum Nachbarn und hänge ein Vogelhaus aus. Das war da aufgehängt, das Netz. Dein Argument ergibt gar keinen Sinn. Nee, bei dir gibt's viel. Das ist doch dein Fußballplatz hier. Nee, das ist unser Fußballplatz. Ja, aber du bist doch hier Platzwart. Ja, ich bin Platzwart. Und kein Zeugwart oder Netzwart. Hey, ist doch wahr. Jedes Mal. Du bist doch Platzwart. Jetzt weiß ich, dass ich Platzwart bin. Und das seit 9 Jahren. Und das mache ich so gewissenhaft, dass ich Platzwart bin. Darum bin ich auch so lange Platzwart. Andere hätten es mit dir. Nach 2 Jahren hätten die schon freiwillig hätten die alles aufgegeben. Mir steht sein Kerl. Ist doch wahr. Das macht das ein bisschen lustig für dich. Ja. Ist doch wahr. Ich stehe mein Kerl. Was willst du mit deiner Aalflosse da? Stechi. Ja. Was war das denn für ein Karateschlag? Ja, kannst du den Stechi ausweichen? Ja, versuch doch mal. Ich wollte antäuschen, oder? Da hinten stehst du. Aber was hat er? Ja. Und dann Stechi antäuscht und dann die Eier. Ja. Nee, Ich habe Judo gemacht hier. Ich dachte Karate? Nee, Judo habe ich die ersten. Ich war kurz vorm Schwarzgürtel, wollen wir mal so sagen. Dann haben sie dich rausgeschmissen, weil du dem Karate-Lehrer ähnliche Geräte um Hals gewickelt hast? Nee, du bist so doof. Ich hatte verkehrte Farbe besorgt, dann hätte ich mir schwarz gefärbt, du Dussel. Du bist so doof, echt. Bin ich nicht. Doch, dann hättest du das gescheckt. Aber so doof bist du checkst das noch nicht mal. Du verwirrst mich in einem Satz mit 537 Fakten. Judo, Karate,
Ja, dann ist ja der Gegner erstmal verwirren. Und du bist ja mein Gegner. Und dann die Fragen stellen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, ihr wisst ja, Donnerstag kommt ja die Firma, dann wird der Platz fertig gemacht. Und ihr werdet jetzt letzte Zeit viel mitkriegen. Zum Beispiel auch unser Fangzaun. Das ist auch ein Projekt, was wir noch umsetzen müssen, unbedingt, weil die Bälle alle kaputt gehen. Aber das zeigen wir euch alles in einem Video. So, und jetzt gehst du mal bitte mit deinen schlanken, erotischen, wunderbaren Körper von dem Netz runter. Dann kann ich es nämlich rausnehmen. Heute machen wir der Tor weg und dann gehen wir morgen bei den Fangzäunen. Und du wolltest doch da unten bei den Fangzäunen was wegflexen, hast du gesagt. Richtig. Also diese Theorie müssen wir auch die Zuschauer fragen. Zuschauer, das dürft ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Udo will unten 15 cm wegflexen, damit er da besser mit der Sense arbeiten kann. Aber das ist doch saugefährlich für die Bälle. Nee, 15 cm, so ein Stück, da geht kein Ball kaputt. Oder hast du, wir haben solche Bälle. Solche. Sämtliche Satelliten schießen die oben vom Himmel, aber die haben noch nie nach unten getroffen. Also will ich das unten ein bisschen absensen. Da oben sind die Drahtdinger komplett kaputt. Die werden rausgemacht, da kommen neue rein. Ich habe noch 6 Stück da stehen und die werden wir jetzt... Also wird das jetzt aufregend, die nächsten Tage. Ja, da kannst du aber hingucken. Aber ich muss dabei sein, das schaffen wir beide nicht alleine. Da muss ich ein, zwei Mann dabei haben, weil ich muss den großen Trecker rausholen. Da müssen wir oben draufstehen und dann müssen wir die Netze nach oben schießen. Sonst geht's nicht. Hör auf mit deinem Gequatsche, mir muss Tor jetzt abbauen. Turm ist zu blöd, um Durchfall zu haben. Muss man echt sagen. Du hast dann mitgekriegt, wo ich ihn hingeschickt habe. Ja. Was soll der holen? Eine Kneifzange? Ja. Und? Und ein Messer, ne? Ja. Ja, nur pass auf, warte. Den hat er mitgebracht. Und jetzt kommt der Brüller. Das hat er mit dem Sägeblatt mitgebracht. Du bist der Brüller. Hey, sag mal, bist du eigentlich komplett blöd oder blöd? Du bist noch blöder, als Bilke aussieht. Und der ist schon blöd. Und du bist aber noch blöder. Und du brauchst gar nicht... Schadenfroh lachen, du Pfannkuchengesicht, du. Das ist einmalig mit euch. Einmalig. Ich würde, also Willi, wenn ihr nicht mehr hier wärt. Was hast du denn da für einen Fusch? Ich hab das. Was ist denn das für eine Kette hier? Ja, für den, Udo, ja. Für den Bleiding. Der muss da dran befestigt werden. Und ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, Thorsten wollte das machen, weil das auseinandergefallen ist. Warum nehme ich das Ding? Jetzt bin ich so blöd und nehme auch noch die. So, der ist los. So, das ist gleich in 2 Minuten weg, dann ist das fertig, das Tor. Und dann kommt's. Ich mag es gar nicht mehr sagen. Nee, das tue ich auch nicht. Dann bin ich wieder dumm dargestellt. Ich mag es nicht sagen, aber ich muss es sagen. Ja, sag's einfach. Tom, würdest du noch mal nach hinten gehen und einen Spaten holen? Ich hab's vergessen gerade zusammen. Würdest du das machen, dann gebe ich auch gleich einen Kaffee oben aus. Den du heute Morgen gemacht hast. Weil ich habe schon wieder so einen lauwarmen Kaffee gekriegt von der Arbeit her. So, mir muss eben Zigarette rauchen, um Gehirnanstrengungen zu machen, wie mit Tor rausnetzen. Wie wir das Tor rauskriegen. Ich glaube mal, wir müssen Spaten. Ich glaube, wir kommen nicht um Spaten herum. Sonst hätte ich gerne so eine Hebelbühne gehabt, dass das Ding so hochgehoben wird. Aber das kommen wir nicht. Eine Hebelbühne? Ja, liebst eine Hebelbühne. Ja, ich meine jetzt einen Radlader. Setz zum. Ich kam nicht auf den Namen, das ist die Scheiße. Ich habe so viele Wörter im Kopf und die müssen nach links nach rechts gelegt werden. Und das geht nicht bei mir. Hör jetzt auf, mir muss die Tore rausbauen. Warte. Mach aus. Warum? Warum furzt du die ganze Zeit im Video? Ich hab doch gar nicht gefurzt. Alter, Mann. Udo, hast du das gehört? Was denn? Da ist gerade ein Elch durchgaloppiert. Ja. Da kann man das Geräusch hören. Udo hat gar nicht gepupst. Das sind deine Elche, die du vom Sportplatz damals, wo das Gras so lang war, rausgejagt hast. Die sind jetzt da. Wir fliegen zum Mond hinaus. Da geht eine kleine Laus. Wie soll ich da rankommen? Wie soll ich von hier aus an dem... Wieso nehme ich das Messer? Messer? Da wurde auch gefuscht, mein lieber Kuschinski. Guck dir mal an. Also, da will ich dir ganz ehrlich sagen, Wilke. Du kannst dich ja. Lässt du mich hier oben drauf stehen? Ja. Ja, danke. Also, wenn er Udo eins kann, und das kann er ganz gewiss: Fuschen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ist so. Das ist Notbehelf, habe ich dir von Anfang an gesagt. Das ist alles hier. Ja. Ach, schon hier so ein Sägeblatt, ein Wegmuffetier. Ja, ja. Oh, Leute. Ich nehme hier einen Schutz. Ich werde auch nicht über ihn meckern. Das tue ich nicht. So. Reiß da ein bisschen dran rum. Wilke!
Udo, da passiert doch nichts. Nee, bei dir passiert nie was und meistens ist es das, was passiert. Guck mal hier. Ja, was? Du machst dein Hexenwerk vor. Ja. Ja, zieh an. Da siehst du. Du ziehen, Udo. Nein! Siehst du was? Wenn du jetzt genau guckst, was siehst du? Ein Tor? Nee. Dass das Netz um die Schraube hängt. Leute, da kann ich auch einen Bagger bestellen. Schon wie es ist, wir brauchen da mechanische Werkzeug für. Eine Flex? Nee. Mir kriegt gleich Schwindelanfall. Aber nicht, weil ich schlecht werde, sondern Schwindelanfall, weil ich das Chaos hier sehe. Also das Ding ist in Hülsen eingelassen. Ja. Und die Hülsen, Betonsockel. Nein. Die Hülsen sind in den Beton reingelassen. Habe ich doch gesagt. Nee, du hast gesagt. Ich habe gesagt, die Hülsen sind im Nein! Boden, doch. Du hast gesagt, der Beton ist im Boden eingelassen. Und da sind Hülsen drin. Und da sind Hülsen drin. Also kann man das Tor doch theoretisch so rausschieben. Nein, das hat sich sicher richtig verkalkt. Das kriegst du nicht mehr raus. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, aber dann musst du ja die Fundamente rausbuddeln. Ja, die Fundamente müssen mit hochgezogen werden. Aber ich weiß nicht wie. Und jetzt komm nicht auf die Idee, hol den Trecker und zieh mit dem Seil an. Nein, das geht nicht. So, erklär deinen Plan. Pfosten für Pfosten. Am Pfosten festmachen, am Trecker festmachen, rausziehen. Dann andere Seite. Wo willst du es hinsetzen, das Höchster Seil? Punkt. Also heißt das, da muss ich das ransetzen? Ja. Also dann habe ich so eine Zugkraft? Ja. Okay. Udo, du bist doch viel länger auf der Welt als ich. Du hast doch schon viel mehr gezogen. Ja. Ich habe noch nicht viel gezogen. Geht nie gut, was ich euch sage. Aber ist egal, ich mach's. Weil der Erzieher sagt ja, das geht. Ja, wie willst du es denn sonst rausholen? Ich weiß es auch nicht. Das reißt weg. Also heißt das, dass dich. Ja, machst du gerade einen Knoten? Oh, wow. Ja. Ich mach gleich einen Knoten, aber woanders. Ich hab keinen Bock, dass das losfliegt. Also mache ich lieber ganz sicher. Aber das reicht. Das reicht jetzt nicht. Dann schäkel mal lieber. Da kannst du eine Tonne mitziehen. Ich schätze mal eher, dass ich das wieder das Glück habe. Und ich reiß den ganzen Winkel raus. Da habe ich nämlich so Glück. Aber was passiert denn mit dem Tor? Dann ist es kaputt! Nein, ob das Tor weiter noch benutzt wird. Ja, wir wollen es eigentlich benutzen. Aber nach dem, was ich jetzt mache, brauchst du nicht mehr benutzen. Ganz gleich bei Jan Nee wieder anrufen. Was ewig hält? Ja. Bringt nee kein Geld. Es geht nicht. Du musst ein bisschen ziehen. Mehr Power! Da geht ja auseinander. Das sieht man ja. Wir kriegen den nicht los. Wir kriegen den nicht los. Mehr ausbuddeln. Welche das jetzt ein Beton? Oh, ich hab keinen Bock, das zu erklären. Es geht nur nach oben. Komm mal näher ran. Noch unter das Tor. Ich tritt mal von hier. Ja, Wilke, das geht nicht. Dass du mir das nicht glaubst, das ist so festgesetzt da. Du kannst es ausbuddeln. Betonklatz, Beton, sag ich schon, Beton. Ja, Beton, Stein da unten hinlegen.
dicke Balken holen, Wagenheber drunter und hochpumpen. Haben wir einen Wagenheber? Haben wir einen Wagenheber? Das geht nicht, wir brauchen einen Betonklotz, einen Wagenheber und dann hochdrücken. Dann kriegst du ihn auch raus. Hier, Antonidas kommt hier fort. Nick Antonidas! Harald! Du kommst wieder zur richtigen Zeit. Udo will die Tore ausbauen. Er hat gerade versucht, mit dem Trecker und dem Seil das rauszuziehen. Mit dem Seil? Ja. Dann wolltest du die jetzt, oder? Doch. Oh nein. Das ist schwerer als gedacht, weil da unten ein Betonfundament drin ist. Ich weiß, das sind doch Hülsen. Muss von oben wegziehen. Das ist schwer. Halbe Show. Oh, da hast du auch die richtigen Fachmänner an Bord. Das kann ja nur gut gehen. Die richtigen Fachmänner. Guckst du die an, du? Ja, das ist wahrscheinlich besser für die ganze Geschichte. Ja, du bist mein Herr. Moin, Mann. Also, Wagenheber, Kantholt. Ja, Udo gesagt hat, wir haben keinen Wagenheber. Danke, Arne. Das habe ich gerade gesagt. Betonplatte, dicke Kantholt, Wagenheber, hochpumpen. Ja. Aber wenn du das weißt, warum bringst du das nicht von vornherein mit? Ich habe ihn gleich verstanden. Aber man muss sich natürlich mal, wie er das anordnet. Also oben den Wagenheber, unten das. Das Kantholz und dann die Platte? Vergiss es einfach. Wir machen das schon. Kriegen wir nicht anders hin. Kann ich die so sehen. Ja doch. Wagenheber kann ich holen. Harald, hol mal einen Wagenheber. Hol ich einen Wagenheber. Und holt ihr einen Kantholz von oben runter. Ja, aber das darf nicht länger sein als... Ja, das genau. Was hast du für einen Wagenheber? So ein... Wo die, ja, so ein Maul. Ein Maul, der so geil... Ja, das ist 100. Ich hab Rede. So. Dann können wir es nämlich gleich ratzatze machen. Also, brauchst du mir jetzt nicht sagen. Ich weiß das. Kannst auch so einen Schulterklopf machen, dass ich das... Danke. Ich habe mir gehofft, dass du das Tor kaputt machst. Ja, das weiß ich. Und ich wusste ja, dass Harald kommt. Das wäre ein geiles Bild gewesen. Ja, so, das war schon wieder Planung, oder was? Tor hat schon in Asche gelegt. Mhm. Und du wusstest Bescheid? Nein. Mhm. Ihr beiden, ich... Dass du die Soße hier mal ausbaden musst. Das macht ja nichts. Da habe ich kein Problem mit. Ah, ja. Ist ja schön, wenn man helfen kann. Alles werden wir auch nicht hinkriegen. Das ist jetzt kalt verschweißen, oder war das falsch? Ach, das sollte ja raus, ne? Ja. Das ist ja falsch. Wir kicken mal. Das ist ein bisschen Silikonspray auf das Herd. Tube ist leer. Ja, oder wir wollen was inpacken. Und nee, bitte auf den Glauben natürlich. Bitte auch nicht hier. Dann muss das endlich runter. Ja, aber am besten ist in die Ecke, ne? Ja, ja. Oh, dann geil. So. So, der Ding kommt. Der Ding kommt hier her. So. Genau. Da muss man irgendwie tauschen, damit ihr den Hörchen mitnehmen könnt. So, ungefähr ohne Kassandra voll. Halbwegs. Also, grof. Jetzt, so. Darf das sein? Probier. Kurzer Prozess mit Harald. Moment noch. Warte. Hey, so. Staub, ja, geht's auch nicht. Ich muss hier wieder her. Kann ich den da unten hinsetzen? So, nur da. Wie ist das nicht für die in die Ecke, wo ich kleben in der. Ach, das ist da. Da haben wir mal Gips. Bauern, nicht rein. Ja, ich bin schon gut. Ja. Geh gleich nochmal rein. Guck mal von der Seite. Noch sind, du bist dran. Diese Seite ist die Lampe schon weg. Habt ihr schon ein Tor rausgebaut, oder? Unfassbar. Warte! So, los. Dann schüttet die Inge weg. Ich wollte den Pass. Das kann nicht sein, dass das Tor losgeht, dann fällt der Balken auf. Ja, sieht schon gut aus. Dann muss ja auch das Tor fest sein, Junge. Ja. So. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Nicht dein Verrat! Fertig! Aufgabe gelöst. Ja. Erstmal vielen lieben Dank. Wir müssen flexibel auf komplett rubrikant, alles neu machen. Nee, Harald, unsere Idee ist entstanden, Wilke meint das auch. Wir lassen die vernünftig reparieren.
und dann kommen die auf Rollen und dann werden die verankert. Die würde ich gar nicht auf Rollen packen. Wir haben da hinten, Harald hat mir erzählt, wir haben da hinten noch komplett neue Tore liegen. Ja, dann bauen wir das dass um. Du da nicht weißt. Das weiß diese ich. Ganze Regale, da kommen weiß ich, habe ich auch mit Harald schon drüber geredet. Genau, und da willst du die alten, zerbeulten, kaputten Dinger. Nee. Dann kennst du die Geschichte zu den Toren? Sagt nee. Christian Wortmann, das sind das Jugendtore, da lagen die quer, dachte, Pfosten waren ja da, sagt Christian. Ich sag, natürlich ist das Herrentor, das sind keine Jugendtore. Quatsch! Ich sag, da siehst du doch, das Herrentore sind. Guck dir mal, ich sehe, du bist jahrelang, jahrzehntelang Torwart gewesen. Du musst doch wissen, dass das ein Herrentor ist, die Querlatte. Hat er die Querlatte von da hinten weggeschlurrt, vor das andere Tor gelegt. Und beim Hinlaufen merkt er schon, 7,56 Meter. Die Dinger, da musst du gucken, was du damit machst. Aber da packen wir neu, bauen wir neue Tore zusammen, Reifen drunter. Und dann hast du hier bewegliche Tore auf dem Platz. Wir müssen erst mal gucken, welche besser sind. Ich glaube, von der Qualität sind die nicht schlecht, die wir da noch haben. Die sind besser. Ja. Dann rollen die. Die haben auch dieses Klappsystem dahinter. Das ja, so. Aber wo sind die? Liegen da auf den Regalen. Das Klappsystem. Oh, 100%. Lag da jedenfalls. Ja, hier lag. Und das war das mit dem Rohr. Und so sieht das dann von innen aus. Hier lag vieles und dann war es weg. Ja, also das heißt, bevor wir irgendwas machen, wir lassen eben die Löcher noch auf. Oder wollen wir die zuschütten? Da liegen Kappen, Abschlusskappen. Die kann man oben drauf packen. Machen wir das so. Die Löcher musst du zukippen, hier fahren riesen Geräte drüber. Hör doch ihm zu, was Harald gesagt hat. Du hast doch gerade was gesagt, nee. Das war viel entscheidender. Ich habe gesagt, wollen wir die Löcher aufmachen, offen lassen oder zumachen? Da sagt Harald, wir haben Kappen. Genau, aber du musst trotzdem zukippen, weil der Trecker drüber fährt. Richtig, und da müssen erst die Kappen drauf, dann zukippen und dann haben wir die Löcher, aber vorsichtshalber auch noch. Boah, ist das schwer. Was fällt dir da hinten auf? Dass da Bäume sind? Nee, wir haben die anderen Tore gestern Abend auch noch rausgenommen. Ach so. Anstatt zu sagen, das habt ihr schön gemacht. Ach so. Das habt ihr schön gemacht. Ja, jetzt brauchst du auch nicht, wenn ich dir das vorsage. Dann brauchst du auch nicht damit anfangen. Mir selber hier Komplimente. Mir selber loben. Du Esel. Und was hast du jetzt vor? Du hast immer noch nicht erklärt. Ich kann es besser zeigen. Und ja, wenn ich dich jetzt frage, wie ich aufs... ich frage dich jetzt beispielsweise, Udo, ja. Wenn ich aufs Flutlicht kletter und da runter AA machen will, dann sagst du zu mir, warte, ich zeig dir das, weil ich das besser zeigen kann, das erklären. So, jetzt reicht's. Bei so einer Schmutzigkeit bin ich erstmal gar nicht dabei. Ich will deinen verharten Arsch nicht sehen. Und zweitens fange ich da an. Nun fang da doch an. Fang da doch an, dann kann ich doch frei. Warte mal, womit fangen wir jetzt denn überhaupt an? Mit dem Flex. Nun willst, ja, jetzt hört ihr mal auf. Beide im Ruhig. Wo ich anfange, wie ich anfange und wann ich anfange und was ich da mache, das ist meine Entscheidung, ja, nicht eure jetzt, Entscheidung. By the way, so, warum machen wir das jetzt? Damit wir mit der Sense vernünftig, wenn es lang wird, runter durchmähen. Ja, aber ist doch scharfkantig. Was ist, wenn ein Ball? Das können wir testen. Das wird so geschnitten. Pass auf. Das wird hier geschnitten. Ja. Hier. Genau hier drunter. Ja. Ja, da kann kein Ball kaputt gehen. Weil hier sind ja die Spitzen richtig. Und da ist dann keine Spitze. Ich zeig's dir. Pass auf. Aber warte. Warten. Wenn ich noch länger warte, ne, dann ist Haus in Not. So, pass auf. Manchmal glaube ich, dass wir beide die Einzigen hier sind, die ein bisschen nachdenken. Ein bisschen, ja. Wie warm ist es? 25, 23. Wie lange hat es nicht geregnet? Ein halbes Jahr. Na, jetzt im Ernst, wie lange hat es nicht geregnet? 3 Wochen, 4 Wochen. Staubtrocken alles. Du willst hier flexen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, das sehe ich. Ganze Wallhecke im Brand. Timo, würdest du den Wasserschlauch hier bitte rüberholen? Ja. Hol ich dann, wenn's brennt. Wenn er mit dem Wasserschlauch die ganze Wallecke hier. Udo, alles liegt an Lohr brennen. Ich hol den dann, wenn's brennt. Herr, ich bete heute zu dir. Gib den Beinen ein bisschen Gehirnmasse. Bisschen, nur ein bisschen. Das braucht nur ein Gramm sein. Aber dass die besser überlegen. Ja, lieber Herr, mach es. Warum denn? Ich weiß nicht mehr, was ich mit euch beiden machen soll. Aber warum denn? Das war ein guter Einwand von mir. Weißt du, vor 5 Jahren haben wir uns durch eine blöde Aktion, fing das alles hier an. Ja. Es war wirklich, wirklich, wirklich verrückt war das.
Und du hast dich seit 5 Jahren nicht geändert. Was ist denn das Problem jetzt? Deine dummen Fragen. Ja, aber mein Einwand ist doch gut, Udo. Ja. Und will dein Gesicht auf Video wohl sehen, wenn du hier die ganze Wallhecke im Brand hast. Oh, mir hat Haus und Hof verloren. Vorstand, mir war das nicht. Mir hat doch jetzt... Hol dir den Wasserschlauch. Boah, ich krieg hier noch... Ja, erstmal musst du nur eine Millimeterscheibe drauf machen. Sonst brauchst du gar nicht anfangen. Dann bist du nämlich 2,5 Stunden am Schneiden. Und was ist denn da drauf? Da ist so eine dicke Fleckschrubscheibe drauf. Du hättest damit jetzt geflext, oder? Ja, natürlich hätte ich damit geflext. Leute, ich krieg hier eine Krise, echt. Ich hab die extra mitgebracht. Danke, so, dann habe ich dir noch ein Ersatzmopetier. Ja, ich habe aber auch einen Ersatzakku, was voll ist. Ja. Aber ja, das Video, ja. Udo, glaub, wir können das Video jetzt ja ganz gut schneiden. Wir können jetzt ja den Einwand bringen, dass Udo über Marihuini-Rauchen redet. Da sitzt er jetzt im Flex und die Wallhecke sitzt im Brand. Vor allem, Timo, du willst den Schlauch erst holen, wenn es brennt? Nein, er soll den Schlauch jetzt holen. Warum? Ja, siehst du, der fängt schon an. Jetzt ist er der Brandstifter. Ich nicht. Du fleckst hierher, wo es grün ist. Und nicht da hinten reinhalten. Ja, wollte ich auch. Ja. Dann ist alles gut, dann passiert doch nichts. Ey, will der Amateur-Maurer mir von Metall erzählen oder was? Mir ist in 2 Jahren 45 Jahre mit Metall verheiratet. In 2 Jahren. Du hast nicht einmal geschnitten bei der Meierwerf Metall. Nee, immer geschweißt. Ja, siehst du, ich habe schon mehr Matten geschnitten wie du. Wieso das denn? Ja, warum? Weil im Beton kommt doch Matten, oder nicht? Ja, das weiß man ja auch. Ja, ja. Ja, und die müssen wir schneiden. Oder meinst du, die hauen wir da komplett immer rein? Bei euch ist alles möglich. Das ist genauso. Pass auf. Wir haben da hinten ja noch alte Matten stehen, ja? Wir müssen ja die ganz kaputten austauschen. Das kommt noch zu dieser Zaunreihe hier dazu, ne? Ja, richtig. Also die ganzen Zäune, das haben wir gestern auch erzählt, sind ja kaputt. Die Matten, die müssen ausgetauscht werden. Richtig. Das wird ein Abenteuer. Das wird mehr wie ein Abenteuer, weil wir wissen noch gar nicht, wie wir da oben hinkommen. Mensch, Steiger. Hassensteiger, kannst du den aus dem Arsch schneiden oder was? Mit Leiter. Ja, natürlich. Ich setze mich da oben mit der Leiter hin und lasse die Matten da unten hin. Dann bin ich da unten und die Matte ist oben noch. So, können wir jetzt anfangen? Ja, klar. Ja, ohne jetzt Diskussion kann ich anfangen, wenn ich da hinflexe. Ja, ja, natürlich. Ganz klare Ansage von euch. Kann nichts passieren. Nee. Kannst du mir auch das Wort geben? Ja, ich weiß nicht, ob da was passiert, Udo. Bin ich Hellseher? Ja, aber du weißt doch meistens alles. Ja, ich weiß gar nichts. Fang doch an zu schneiden. Ja, da steht Weg aber da verkehrt. Wieso? Weil die Funken da auch... Kann doch hinnehmen, dann kann ich da mit dem Trimmer schon drunter durchjagen. Ja, wegen Trimmer, ich mach das jetzt erst hier. So, weg da. Was so, weg da? 1, 2, 3. Soll ich beim dritten unten wegschneiden? Ja, das ist doch dein Plan, was fragst du? Ja, geh da weg, der Fleck ist dahin. Udo, du sollst da hinten flexen. Du flexst doch jetzt in die Trockenheit da. Der ganze Sportplatz ist gleich lichterloh am Brennen, weil er hier mit eurem Mopediergerät am Rumwühlen ist. Das sowas fällt ihm bei 30 Grad an. Ey, so jetzt reicht's. Ich hab dir jetzt 6-mal gesagt, du sollst den Sprenger holen. 6-mal. Und dann sagst du zu mir, fang mal an, wenn du da einfleckst. Kannst du mit der Galoschen austreten, wenn hier ein kleines Feuer hier ist? Ich zeig dir gleich Galoschen. Dann machst du hier doch Schritt, machst du denn. Fang da hinten immer an. Nein. Warum nicht? Weil ich hier anfange. Das ist Ey, jetzt sage ich dir mal was ganz Ehrliches. Ich komm zu nix. So, pass auf. Ich komm zwar nicht weiter, aber jetzt sage ich dir, da ist eine zweite Flex. Und wenn du jetzt da anfängst, dann kannst du zu mir kommen. Dann können wir das schneller sein. Muss man richten. 2 Mann, 2 Flex. Du, was hast du gerade gesagt? Umso schneller bist du. Was hast du gerade gesagt? Was denn? Ich darf nicht schneiden. Was du darfst und nicht darfst, das entscheide ich. So, hier, fang das Ding ab, geh da hinten hin, fang hier rauf. Dann sind wir doch schneller fertig. Ja, und ich sitze dann gleich wieder und alleine mit den euren Freischneidern rumwühlen, wa? Wer hat das denn gesagt? Was? Ich wollte es heute fertig haben. Ja, dann mach dir mal keine Sorgen, Papa ist noch hier. Und wenn Papa hier ist, und dann... Und ich muss dein Dings noch reparieren. Du wolltest Will kaufen gewissen haben. Nee, ja, das wohl. Fahrrad. Das Fahrrad. Oh, ja. Ja, liebe Leute, da könnt ihr mal was zu schreiben. Nee, liebe Leute. Der ganze Motor nicht richtig an Reifen festgeschraubt. Wilke, schenk mir ein Pony. Ein Pony für mich allein. Können wir jetzt anfangen, Udo? Ja, ich warte. Mann, auf die Feuerwehr? Hey.
Warte, ist nicht. Ja! Muss ich mal gucken. Warum willst du? Hau da nicht gerne rum! So. So, guck mal, guck mal! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jetzt zehnmal schneller als du. Ja, aber ich mache das auch vernünftig. Ja, bis ab. Und wenn er nur eine Spitze hängt? Ja, natürlich. Mir ist Timo, mir kann alles schneller. Kleiner Spinner. Da werden wir Kontrolle machen. Timo! Hierher! Was denn? Hm. Was denn? Gebissen ab! Ja. Ah, die Spitzen, die sollen ab! Da wenn er der Ball. Da musst du nochmal mit Schrubbscheibe nachher drunter durch. Ja, ich hau dir. Ich mag das Gebissen, dass das nicht einspinnt bei mir. Nicht ein so eine Ecke. Dann ist das nämlich. Hau ruck fertig, ne? Ja. Ja, ha. Siehst du? Und das meine ich nämlich. Ich bin langsam, aber dafür Gebissen ab. Ja, da geht er oben hin. Ich dreh am Rad. Das hat er oben wieder mit Haken. Warte, Timo, du sollst vernünftig arbeiten. Hau mich denn. Dann will ich gleich lieb machen. Ja. Ne, Timo, entweder arbeiten wir vernünftig. Ja, ich hab mich im Kopf versehen. Nee, das ist nicht für sein Gewissen abarbeiten. Und das ist das nämlich. Ich arbeite immer gewissenhaft. Ja, ist doch gut. Das klappt. Das klappt, du wirst, das klappt zwar nicht, ja. Nicht das klappt zwar nicht immer, aber ich arbeite gewissenhaft. Ja. Und mein Gewissen ist rein. Ja. Die Flexscheibe drauf machen. Timo? Ja. Denk dran, das tut, wenn der Deppe ist mit der Ohren, hier mit der Ohren. Ja. Dann müssen wir Benzeln haben und dann wird das vernünftig angezogen, ne? Ich bin an der Belehrung, ob ich der Kürten da. Wo? Weil der hier übereinander sitzen hier. Nee, der läuft bloß übereinander. Ja? Ja, der darf ich so mit Benzeln passen. Das ist jetzt nicht zu hoch. Daniel, schmeiß den Ball eben rüber. Ich habe Ungeheuer im Kopf. Wir müssen jetzt erst im Testen. Ja, wir werden testen jetzt eben. Ja, hier. Das klappt. Ja, da muss man mit Power entgegenhauen. Der wird hier noch festgesetzt. Der wird ja noch stramm gemacht. Oh, der kriegt der Power von mir. Ist gebleibt. Du hast hochgeschossen. Timo! Ich schreibe um Furt. Ja, du schießt mit Picke. Loch drin. Ist da echt ein Loch drin? Was? Udo, das ist der Ball von dem kleinen Jungen, ne? Ja, dann kaufe ich ihn neun. Zeig mal her. Da ist kein Loch drin. Da ist kein Loch drin. Drück mal. Das ist nix. Die Bälle von den kleinen Kindern hier kaputt schießen. Aber wie selten kommt das vor, dass mal einer so flach kommt dahin? Den Spruch kenne ich. Den Spruch kenne ich auch. Und dann alle zwei Wochen, wir brauchen 40 neue Bälle. Ja, also das heißt. Nee, nicht mit kaputt. Kaputt gehen tun die hier nicht von. Die sind ja direkt unter der Ohren Sperrstrebe abgeschnitten. Merkst du was? Was? Er versucht seinen Fusch zu verbergen. Nee, wieso? Das ist halt nämlich. Bim, 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 bim. Du hast die Höhe gar nicht mehr berechnet. Wie? Der ist genauso hoch wie da. Mhm. Ja. Ja? Ja. Gut, ist lose. So. Ich bin bange, das funktioniert nicht, das ist zu hoch. Dann werde ich verrückt. Wenn das jetzt mit einer Stange, da kommt hier eine Stange. Da krieg ich keinen Ball durch. Hier, guck doch. Weißt du was, Timo? Wir werden da noch Sand drauf füllen. Weil ich das ja tief gestochen habe. Ja! Boah, was nervt der Ball? Was? Wenn wir das jetzt einfach zu hoch abgefleckt haben, müssen wir auch zu unseren Fehler stehen. Na, du brauchst doch nicht draufschießen, du musst den Ball da drunter halten. Ja, hierher. So, das ist das.
Nur wenn er ein bisschen mehr Schwung hat. Ja, geht nicht. Hey, macht das Kind den Ball nicht kaputt? Das hast du ja schon vorher gemacht, das haben wir auf Kamera. Jetzt krieg ich wieder Schuld, natürlich ziehen. Du drückst das Ding da durch und ja, dann war ich. Hier kommt doch noch ein bisschen Rasen wieder hin und sowas. Ihr seid solche Experten. Nee, das ist gut so. Ja, und wir werden da Sand drauf füllen, weil das ist ja tiefer hier, ne? Ja, das wird da, eine da ist ja höher, das wird eine Ebene gemacht. Wir werden da Sand auffüllen. So. Ja, ja. Das sind ja andere Maschen. Und da haben wir die Probleme ja richtig. Ja, den musst du da unten. Der kommt komplett raus, da kommt ein neuer ran. So, der kommt komplett raus, dieser hier. Siehst ja, der ist komplett kaputt. Da gehen die Bälle kaputt, den schneiden wir jetzt raus. Heißt, hast du denn noch eine Stahlmatte hier? Timo, wir haben sie Samstag verlegt. 6 Stück. Ja, so eine, in der Höhe und Länge. Ja. Nee, da kann auch eine andere Matte ran. Wir haben ja wieso Sommerpause. Wir können das jetzt frei machen und dann können wir neue dran machen. Ja, ja, nicht ja, ja. Immer damit ja, ja. Vorsichtig ziehen. Warte, langsam, Timo. Ich möchte meine Hände behalten. Warte. Sag mal, ich habe gerade eine blöde Idee. Ja. Wirklich eine blöde Idee. Warum nicht einfach alle Stahlmatten runter und dann versuchen, auf dem schnellen Weg diese Gerüst, wie heißt das noch, die vor den Gerüsten hängen. Gerüstbanner. Ja, die Planen, die Gerüstplanen. Die Gerüstplanen holen. Dann oben dran, also... Dann oben festmachen, runterziehen und unten ver... Du meinst die grünen Dinger, die... Ja, die gibt es in allen Farben. Ja, und wie viel ist das? 4. Ja. Ja, die Idee jetzt ist... Ja, und wie teuer ist das? Wenn du Torben darauf ansetzt, dass er sich darum kümmert. Also die jetzt sowieso erstmal rausflexen, das weitermachen und wenn man dann solche Gerüst... Wie nennt man das? Ich würde das einfach mit den Stahldingern weitermachen und die davor setzen, einfach vor den Stangen. Timo, ist ja richtig, wir haben ja nichts anderes, aber... Du siehst da, die sind jetzt ein paar Jährchen alt. Ja, die Bälle gehen immer mehr kaputt, ja, durch die Scheißspitzen. Ja, hier gehen die kaputt, bei ja. sowas. Ja. Also, aber wenn du die normalen Stahl und die Hochkant nimmst und die nachher wieder überschlägst und die Ecken rumbiegst, dann passiert natürlich. Das. Natürlich tun wir da auch noch vielleicht noch ein bisschen Butter drum zu und ein bisschen Salami drüber legen. Da passiert nichts. Na, warte. Stahl ist Stahl und macht kaputt. Nee, niemals. Doch. Nein. Wenn du da 50 Mal an der Folie rumballerst, ne? Dann ist die Folie auch irgendwann hackselig. Er will doch keine Folie, Timo. Die Banner. Nein, nein, er will die Netze, die ja, auch. Die Netze reißen auch kaputt irgendwann. Ah, na, Mauri. Timo, wenn ich dir jetzt nochmal erkläre, da sollen solche Netze hin. Da müssen wir nach. Na, sollen nicht, das war nur eine Idee. Ja. So. Nee, du bist wieder der Erste zum Vorstand retten. Nee, da müssen wir nicht, weil Wilke hat gesagt, da kommen jetzt Netze hin. Nee, das wäre nicht. Das ist nur eine Idee. Liebe Zuschauer da draußen, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und vielleicht hat irgendjemand von euch noch einen Kontakt zu diesen Eulen. Wie heißt das noch? Gerüst? Ja, Netzen. Ja, Netzen. Die sind ja richtig, das sind ja richtig dicke Netze. Die sind ja zur Personensicherheit. Ja, richtig. Und wenn da Personensicherheit ist, dann hält er auch so einen Ball auf. Ja, von mir vielleicht nicht den Ball. Oh, ja, natürlich. Ach, du meinst die Baugerüstnetze, meinst du? Ja. Baugerüst. Ich hab ja, gerade... Weil mein Ball ist so schnell wie ein... Stichi. 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 Und ein Pixi hinterher. Pixi. Hau. Stichi. Udo. Nee. Ah, Udo, keine Gewalt. So, das haben wir jetzt raus. So, das machen wir auch. Wir werden aber trotzdem den rausschneiden.
Hau ab mit deinem Stecki und Pixi. Na, der sind noch eins. Der Bogen. Gib mir her. Gib mir die Dinge. Der Bogen sind doch einfach. Ja, mit drauf. Warte. Warte. Ja, ich hol ihn nur vor. Ich glaube, ich muss vier herziehen, ne? Ja. So, vorsichtig, Kim. Wir ziehen dahin. Ja. Ja, dann heißt das vorsichtig. Du bist 8 Kilometer weg. Mhm. So, los. So, der muss, wollen wir den eben zu der Seite stellen? Vielleicht dahinter oder nicht? Da hinten hin. Nee, wir wollen alles immer dahinter legen und dann wird es nämlich nicht wieder weggeholt. Hä? Du wolltest den eBay Kleinanzeigen stellen? Nee, die können wir, die Schrotthändler kann ich abholen. Die werden einmal mit dich gemacht, hat er für den LKW gereicht und dann können sie da abholen, das ganze Müll. Da ist bestimmt einer, der die haben will im Video. Der kann die abholen, da liegen ja auch noch welche, die Schrott sind. Ja, liebe Zuschauer, wer solche Matten gebrauchen kann, der hier in der Nähe wohnt, der soll sich dann melden. Dann machen wir einen Termin ab und dann könnt ihr die abholen. Bist du sehr zufrieden? Ja. Dann ist die Scheiße hier weg. Ja. Wollen wir die nicht nochmal aus dem Urwald da rausschneiden? Nee. So, jetzt lauf da hin. Wohin? Nach vorne. Erstmal. Erstmal, dann bleib hier stehen. Ja. Nee. So, stopp. Hierher. So. Die müssen wir dann ein bisschen entfernen. Ich weiß ja nicht, wie weit sie rausfahren mit den Maschinen morgen. Die legen wir dahin. Lass uns das eben dahinter legen. Nein! Doch, willst du das hier durch? Ich räume gleich auf. Jedes Mal dahinter und dann müssen wir wieder die da rausquälen. Naja, Udo, die kommen hier morgen mit schweren Geräten, um die Plätze zu bearbeiten. Ja. Die haben einen Wendekreis. Aber wenn du so einen Trecker bezahlen willst, weil da irgendwas ins Mähwerk gekommen ist. Ich werde gleich die Sacken alles auf einen Haufen legen. Ich werde das einsammeln gleich. Mach dir keine Sorgen. Dahinter legen. Luft holen, Udo. Nee, atmen. Ich Wicke, nee. Ach, Udo, atmen. So, weiter geht's. Komm. Den schneiden wir dann auch die Tage weg, Udo. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein. Der muss auch komplett weg. Der muss komplett weg. Das ist nur noch Katastrophe. Guck dir die Scheiße an. Das sind die 6 Meter lang, die Matten, ne? Wenn man die hochkant nimmt. Weiß ich nicht. Du bist ja vom Bau. 5 oder 6 Meter sind die. Wenn man die dann oben anknüpft und einfach nach unten, dann passt das. Ich glaube wohl, dass es mit 6 Meter ist. Ja, glauben ist nicht wissen. Und ja, wissen weiß ich ja nicht. Ich kann da ja oben nicht hinkommen. Du musst doch wissen, was so eine Matte ist. Ja, 5 Meter. Mal? 2,50 oder was so. Sind die? Ja, glaube ich. Ja, 2,50. So. 2,20 oder so. 5 Meter lang, 2,50 runter. Ja. Ja, gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Aber dann können wir die ja hochkant nehmen und einfach davor. Und dann zwei Felder. Jungs, wir sind also jetzt am Rande. Wir sind doch bei einer ganz anderen Arbeit bei. Wir wollen das ja unten wegschneiden und wir sind schon wieder oben bei. Das können wir dann machen, wenn es soweit ist. Ja, wir gehen wieder weg. So, heute ist das letzte Mal, wo die Jugend alle trainieren können, weil danach werden die Plätze renoviert und dann ist erstmal für 14 Tage, 3 Wochen Pause hier. Ne? Das wird alles schier gemacht hier. Ich glaube, dieser braucht ein bisschen länger wie der Hauptplatz, aber ich habe gesagt, wir sperren den für 4 Wochen. Dann wissen die Jugend Bescheid und danach können sie wieder, wie sie wollen, trainieren. Und morgen rollen die großen Maschinen hier an. So, jetzt hör mir auf, aufzuhalten, mir muss weitergeplänkt. Und du stehst schon wieder auf. Immer stehst du im Weg. Merkst du das? Ja. Ja, finde ich auch geil. Weißt du auch warum? Nee. Man kann ein bisschen länger stehen mit dir quatschen. Genau, also du siehst hier jetzt, wie wir die Löcher ausgestanzt haben hier. Das ist so lang wie mein Zeigefinger. Etwa 5, 6, 7 Zentimeter tief.